das, wenn es fertig ist? Wir bauen doch demnächst neu. Ich plane gerade unser neues Haus. Ah, okay. Ja, ich habe das eben ausgemessen hier auf der Baustelle. Das sind ungefähr so 10x10 Quadratmeter Grundfläche. Also der Eingang und dann die Fenster und so. Schon Erfahrung damit? Wie? Ja, wir wissen ungefähr, wie groß unser Grundstück ist und wissen, wie viel Zimmer wir brauchen, wie viel Grundfläche wir haben. Und jetzt versuche ich mir eine passende Einteilung auszudenken. Bestimmt eine gute Idee. Schon mal davon gehört, dass man das auch mit mobilen Sachen machen kann? Wie mobilen Sachen? Ich habe ja hier meinen mobilen Block. Auch einen Laptop zu Hause? Ja, einen Laptop habe ich nicht, aber einen PC. Okay. Ja, da kann man beispielsweise hier jetzt, das wäre Best of Westerflex, Programme auf einem Datenstift. Und diesen Datenstift, den steckt man in den Rechner und hat dann die Erfassungsmasken für beispielsweise solche Geometrien und kann dann sagen, berechne mir mal einen Schornstein, einen Querschnitt, wenn man einen Kamin dazu bauen möchte oder eine kontrollierte Wohnungslüftung. All das sind ja Dinge, die heute jederzeit als mobiler Konfigurator möglich sind. Ach so, muss ich mir dann die ganzen Einzelteile, die ich dann brauche, raussuchen oder wie funktioniert sowas? Also es würde reichen, wenn man jetzt hier sagt, das und das sind die Räume, Elternschlaf, Kind 1, Kind 2 und so weiter und so fort. Und dann ergibt er schon als Ergebnis, die und die Stückliste brauche ich und das Element. Übrigens auch noch ein bisschen pfiffiger, ein Handy. Auch, ja klar, jeder hat ein Handy, ne? Ganz normales Smartphone habe ich. Oh, das ist schon mal beispielsweise vielleicht sowas wie hier. Ja, sowas ähnliches, genau. Auch mit solchen Smartphones sind natürlich ganz neue Möglichkeiten denkbar, dass man sagt, ich gehe, nicht jeder baut neu, sondern renoviert vielleicht auch, ich gehe bei meinem Traumhaus vorbei, mache da ein Foto und dieses Foto ergibt quasi mit Gesichtserkennung auf dem Bildschirm visuell schon mal eine erste Vorstellung, beispielsweise eines Schornsteins, wenn ich einen Kamin daran anschließen möchte. Und sagt mir dann auch gleich, okay, das wird so und so viel kosten und die Teile brauchst du dafür. Ach, das ist ja praktisch. Ich erkläre jetzt immer minutenlang meinem Händler, wie es denn später aussehen soll und der versteht mich dann immer nicht. Okay. Und ich muss dann wieder was skizzieren. Da kann ich ihm einfach ein Foto, kann ich das Foto dann irgendwie hochladen, mobil, und ich kriege dann direkt eine Auskunft? Ja, also so wie man an sich Fotos mit Handykameras immer macht, sind die gleich auf dem Display. Man kann sogar so weit gehen, dass man sagt, okay, damit kann man ja auch Barcode ablesen und wenn Ersatzteil oder all das kann ja bei Produkten mal ein Thema sein. Ich scanne das ab und kriege dann den nächsten Händler in der Region durch Geografie-Ortung angezeigt und kann mich dorthin wenden und kriege beispielsweise dort die Westerflex-Ersatzteile direkt. Das hört sich ja sehr komfortabel an. Da kann ich wahrscheinlich auch meinen Notizblock sparen, um irgendwelche Maße zu notieren. Die kann ich wahrscheinlich dann direkt erfassen. Aber meinen guten alten Block, auf den kann ich nicht verzichten, denn also da kann ich ja keine Hausskizze einzeichnen. Ja, dieses ist häufig dann doch in den Displaygrößen limitiert. Ich schreibe übrigens auch durchaus immer mal wieder mit Block und Bleistift, aber ein neuer Trend zeichnet sich ab. Und zwar, wenn man jetzt mal sagt, Tablet-PCs, das wäre genau dreimal die Größe eines solchen Telefons, kann man auch in unterschiedlich schönen Farben haben. Hier jetzt mal ein anderer. Daran kann man nachher den PC anschließen. Ja, ich habe sowas schon mal gesehen, das ist viel zu teuer, also das kommt für mich sowieso nicht in Frage. Die kosten ja bestimmt 1000 Euro. Habe ich auch schon mal gehört. Dieses Gerät an sich, man sagt ja häufig, wo am meisten drin ist und wo am meisten möglich ist, beispielsweise 150 Euro. Und es ist aus der Idee geboren, dass ich im Buchhandel Bücher lese, E-Books. Und diesen E-Book-Reader, weil er ein Betriebssystem hat, da vertragen sich auch unsere Programme mit. Man nennt das auch sogenannte Apps, kann man jetzt beispielsweise auf der Baustelle auch Geometriemaße aufnehmen. Da ist nicht immer ein Empfang gegeben auf Baustellen und wenn man nachher in der Nähe eines WLANs ist, überträgt man die auf seinen PC oder direkt an Westerflex und kriegt dann sofort eine Berechnung dessen, was man aufgenommen hat.
startet ja mal mit solchen Bildschirmen und dann müsste ich hier mal das anmachen. Und bis hin dazu, dass er sagt, okay, jetzt ist alles fertig und na, dann müsste ich hier mal draufdrücken. Jetzt unterschreiben Sie mir das gerade mal. Und damit hat er schon gleich dokumentiert, das, was er beispielsweise installiert hat. Da sind super viele Möglichkeiten mitgegeben. Also ich denke da gerade so ans letzte Wochenende. Da war ich mit meiner Frau auf einer Musterbaustelle. Ja. Da ging es darum, dass wir so ein Heizungsgerät da, uns anschaffen wollten. Und dann ist dann unser Berater angekommen, der hat bestimmt so ein Packen Kataloge mitgebracht und hat, was ich, eine halbe Stunde gesucht, um die passenden Geräte, die er uns da vorstellen wollte, rauszusuchen. Und dann haben wir uns überlegt, so wie sieht das Teil in der Ecke aus. Das hört sich ja so an, als könnte man später vielleicht ein Foto mit so einem Apparat machen und dann direkt so ein Modell in die Baustelle projizieren. Ja, klar. Und vor allen Dingen ist es ja auch jeder so, wie er denkt. Der eine, also mein Name, der Architekt, der denkt nach Normen. Der Handwerker denkt in Artikelnummern. Und wie in Ihrem Fall jetzt, als Bauherr, da denkt man in Visionen. Oh, ich möchte mir das mal vorstellen können. Ich möchte das Haus mal 3D begehen können. All das ist hiermit möglich. Man muss nur irgendwann einmal die Geometrien eingegeben haben und schon lässt sich alles weitere. Guck mal hier, da kommt der Bauernschrank hin und da kann jetzt aber die Ausblasöffnung nicht sein für eine Wohnungslüftung oder so. All das lässt sich im Vorfeld super elegant damit konfigurieren. Das heißt, ich bräuchte in Zukunft wahrscheinlich meinen geliebten Block nicht mehr, sondern nur noch meinen Zollstock, mit dem ich halt meine Fläche messe. Ich trage dann Werte in Ihr Programm ein und das Programm erzeugt mir dann ein Modell von meinem Haus, das ich mir dann virtuell schon so ein bisschen vorstellen kann. Und dann kann ich sogar in den Räumen schon Möbel platzieren? Ja, natürlich. Vor allen Dingen, man macht ja jetzt häufig die Arbeit doppelt. Man skizziert das auf einem Block und dann gibt man es nachher in den Rechner ein oder so. Hier würden die Daten, so wie sie sind, gleich medienbruchfrei in weitere elektronische Systeme übermittelt. Ja, das ist ja, hört sich ja alles ganz spannend an. Und ich hatte ja auch eben so verstanden, dass da auch eine Kamera drin ist. Das heißt, wenn ich jetzt noch eine spezielle Frage habe, wo ich dann von Ihnen nochmal beraten werden muss, dann mache ich einfach ein Foto von der Stelle. Dann können Sie sich vorstellen, wie mein Haus aussieht, wie groß ungefähr die Proportionen sind. Und dann können Sie mich dann auch besser beraten. Ja, genau wie im Kundendienstfall, sagen wir mal, eine Dichtung wäre fehlerhaft oder so, macht man ein Bild, schickt das in unserem Fall Westerflex und wir wissen, genau zu der Type ist die und die Dichtung gefragt und die könnten wir dann sofort raussuchen. Also die Möglichkeiten, die auch in Zukunft damit machbar sind, die können wir uns wahrscheinlich alle noch gar nicht so vorstellen. Das Wichtige ist, in diesem Konzept, wir haben auf lizenzfreie Softwareprodukte gesetzt und haben gesagt, das Einzige, was derjenige, der es anwenden möchte, braucht, ist halt so ein Stück Hardware. Und das bekommt man in diesem Fall beispielsweise über den Google, den Android Market, kostenfrei runtergeladen als sogenannte App. Und da sollte ich noch ein Wort zu App sagen. App bedeutet, dass ich es auch ohne Verbindung zum Internet nutzen kann. Und wenn ich nachher Internetverbindung habe, dann sind natürlich noch viel mehr Möglichkeiten denkbar. Ja genau, das ist ja auch wichtig auf der Baustelle, da wird ja viel Stahl verarbeitet und da hat man auch mit dem Handy nicht immer so eine Verbindung. Ne? Genau. Das ist ja spannend. Also ich sag mal, das Gerät ist ja recht leicht. Bietet viel mehr Platz als ein Smartphone. Ja. Also mir sind Smartphones ehrlich gesagt auch viel zu groß. Ne? Wenn ich abends mal mit meiner Frau ausgehe und stecke mir mein Telefon in die Tasche, dann sind die Taschen extrem ausgebeult. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir wieder ein kleineres Handy hole in Verbindung mit einem Tablet und dann möglicherweise auch später meine Tageszeitung lese, mein Haus auf dem Gerät plane mit Unterstützung durch ihre Software und ich denke, das kann durchaus ein täglicher Begleiter werden. Werden wir alles
noch erleben, dass diese Geräte zu unseren ständigen Begleitern werden? Sie sind auch so weit kompatibel, dass man sagen kann, Handwerker tauglich und robust, das merkt man ja hier an der Verarbeitung schon, weiß ich nicht, könnt ihr jetzt mal gleich mal hinfallen lassen. Selbst da würde ich sagen, dass die Kanten einen Sturz abfedern. Also es ist ein Begleiter. Nun muss man natürlich sagen, 150 Euro ist auch nicht die Welt. Und wenn wir noch die nächste Cebit abwarten, dann werden die wahrscheinlich noch mal im Preis günstiger. Sind bestimmt Sachen denkbar, die über das normale Haustechnikplan hinausgehen, dass man eben nicht nur Schornsteine und Wohnungslüftung damit macht, sondern wenn jetzt ein weiterer Hersteller ankäme und sagt, okay, ich bin im Bereich Solaranlagen tätig, dann kann er sich natürlich an unsere Software, weil es quelloffen ist, anflanschen und mit derselben Sache kann ein ganzes Haus beplant werden. Der nächste möchte eine Küchenplanung noch dabei haben und der nächste möchte vielleicht noch den Garten mit dazu beplanen. All das sind jetzt denkbare Optionen für die Zukunft und im Grunde genommen die Zutaten, die hier liegen, für einen mobilen Konfigurator, alles kein Wunschdenken mehr, gibt es heute schon. Also ich denke, dass ich in Zukunft meine blaue Tonne abbestellen kann. Wenn ich überlege, wie viel Papier ich jeden Tag entsorge, Tageszeitung, Prospekte und dann weiterdenke an meinen Händler, der mir diese Kataloge da präsentiert hat. Wenn diese ganzen Kataloge später auf einem solchen Computer abzurufen sind und ich dann auch per Klick auf die einzelnen Artikel dann vielleicht sogar direkt eine Bestellliste zusammenfügen kann, dann ist das ja super komfortabel. Ich spare Papier, spare Zeit, finde meine Sachen schneller und kann direkt online bestellen. Ja, wir können es ja mal hier mit dem Buch-App, nicht? Mit der Buchanwendung machen. Die öffnet sich gerade. So würde man beispielsweise Bücher oder Kataloge lesen und blättert dann ein Stück weiter. Unsere Augen werden alle nicht besser, deshalb kann man das dann auch vergrößern bei der jeweiligen Geschichte. Ich glaube, dass wir längst noch nicht an den vorstellbaren Möglichkeiten, die sich dadurch eröffnen, im Entferntesten dran sind. Ich finde das super spannend, auch in Ihrem Fall, und möchte Ihnen den doch jetzt direkt schon mal übergeben. Dann bin ich so fair und schenke Ihnen im Austausch meine alten Papierunterlagen und plane jetzt mit dem neuen Tablet. Prima, freue ich mich drauf. Danke.